Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Another Crab's Treasure. No. Na sag mal. Na sag mal. Geht doch. Da unten ist auch noch Zeug. Also, wir brauchen auf jeden Fall hier eine Sicherung. So viel steht schon mal fest. Der schlägt mir nicht zu. Wir müssen da auf jeden Fall oben rauf, ne? Was ist denn hier unten? Hallo, schlag zu. Ich schlag zu. Das ist doch zum Kotzen, ey. Na ja, ich kann das ja auch so machen, wa? Muss ich nicht warten. Ja, Stößchen mit Wasser. Oh, holt mal Wasser. Was ist da denn los? Bist du krank? Immer mit einer B überlebe, was ist das denn? Rostfreies Relikt, das war aber erst 3, oder? Mal schnell gucken. So knapp. Auch noch eins mehr. Oh, 4. Ich könnte mir auch schon vorstellen, wo eins rumliegt, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da rankommen soll. Jetzt ist der tot. Jetzt hat er auch gezählt. Natürlich ist das ein Dicker. Was will die immer so überleben? Was will denn? Eine Seepocke Plus. Aha.
Ein unbeweglicher Gliederfüßler mit sehr harter Schale, der oft an größeren Gebieten haftet. Mit plus 15 Verteidigung, minus 5 Fress. Das zeigt mich jetzt nicht so. Er greift wieder nicht an. Er greift wieder nicht an. Geht er durch? Geht durch. Warum kann ich denn nicht? Was ist denn los hier jetzt? Oha. Stirb. Das ist eine dumme Stelle hier, ey. So, ich würde jetzt ganz gerne da mal rankommen. Ist das okay für dich? Ein Kipper. Alter, guck dir mal den blauen Balken an. Ey. Oh, okay. Und dann wohin? Zum roten Rohr? Da hätte ich wahrscheinlich schon so, hätte ja nicht schon so rüberpaddeln können die ganze Zeit. Der Bauch sieht aus, ey. Mit dem Auto, das sieht aus, ey. Nee, nicht über die Rohre, oder was? Komme ich gar nicht auf die Rohre raufzugehen. Zu gucken, ob da was ist. Was fällt?
Dann mal Bus voll los. Wie es aussieht, kommen wir hier ins Kraftwerk. Du kommst mit? Also eigentlich hast du ja bisher die ganze Arbeit geleistet. Da will ich dir nicht den Höhepunkt deiner Mission ruinieren. Das wäre wirklich nicht besonders nett von mir. Dachte ich mir. Weißt du was, Kumpel? Ich habe nachgedacht. Was ich hier mitbekommen habe, hat mir die Augen geöffnet. Vielleicht machen manchmal sogar stinkreiche Typen Fehler. Manchmal. Die Krebse hier haben es echt überhaupt nicht leicht. Das ist einfach nur super traurig. Anscheinend verliert sogar ein Genie wie Roland mal aus den Augen, was wirklich wichtig ist. Meiner Meinung nach gibt es dafür nur eine Lösung. Ich muss so reich werden wie Roland. Dann kann ich meine Kohle spenden und dafür sorgen, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Dann bin ich superreich und ein guter Krebs. Und alle sind happy. Oder man könnte einfach gleich die Leute bezahlen, die das Geld brauchen. Aber woher wissen wir denn, ob sie überhaupt damit umgehen können? Wie geht dieses eine Sprichwort, lehre einen Fisch das Hungern? Nein, das war's nicht. Egal, ich werde mir diese Ideologie jetzt jedenfalls zu Herzen nehmen. Holen wir uns diesen Schatz und retten die Welt, Kumpel. Echt jetzt? Doch kein Bosskampf hier. Die Area wäre auf jeden Fall groß genug gewesen für einen Bosskampf, finde ich. Mies Mugi Plus. Okay, da kommen wir nicht hin. Und ist auch weiter nix. Über unsichtbare Wände hier oder was? Ja. Überall unsichtbare Wände. Okay, alles klar. Wir sollten da nicht lang. Oh. Oh je. The world these days is dark and mean. Even the water tastes unclean. And even those you love and trust would rip your limbs off if they must. Like Mr. R, the one in charge, who scrapped our homes to build his barge. But don't be gloomy, glum, or sad. 'Cause down in here, it's not so bad. Save crying for another day. Forget it all. Come on, let's play! Okay. Time for a makeover! So, zufällig seine Tochter. Beide abwehren. Aber leider nicht funktioniert. I made us a snack. Wo bist du? Fuß? Wenn die mich da runterschubst. I don't even know what this one does. Möchtest du gar nicht wissen?
Ich hab dich selber damit vibriert. Oh, hier ist die Sicherung. Was die denn da alles? Als wenn die da... Alter, die wurde ja missbraucht. Die hat ja 1000 Stecker dran. Ja, 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 nehme ich auch. Nehme ich auch. Wie soll ich denn da jetzt rankommen, du? Ja, die Base ist scheiße. Muss ich die machen? Muss ich machen, ne? Ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Was passiert hier? Raus aus dem Wasser. Kurz rein. Was passiert hier? Jetzt schon? Und weg? Nee, die war noch unbesiegbar. Okay. Oh, kurz heilen. Ein Schlag noch, ein Schlag noch. Oh, großer Boy. Damn! Thanks for playing with me. Gerne doch. Ah, oh, ich konnte mit dir spielen. War das nicht toll? Mann, sind wir schon so stark, ey? Krass. Voltai hieß sie. Die Akkumulation, was für ein Ding? Akkumulatorin. Null. First try, Leute. First try. Oh shit, jetzt habe ich es nicht gesehen. Ein bisschen Tinte war das. Oh, Aal Elektroschock Level 1. Rufe einen gespielten Aal herbei, um Gegner in der Nähe zu lähmen oder gewisse Ausrüstungsgegenstände aufzuladen. Das ist für die Krabben. Okay, dann würde ich das aber so machen. Es sind drei Sicherungen. Ja, können wir gleich mal ausprobieren, ne? Wie es funktioniert mit dem Vibrator hier, ey. Dass sie das benutzt hat, ey. War schon witzig, irgendwie. So funktioniert das. Meine ganze Heilung habe ich verbraucht, ey. Holy moly. Ach, der Boss ist genau da drin, ne? Toll. Also wenn man sich da reinglitschen kann in den Raum, dann fängt denn da der Bossfight an, ja?
Junge, bist schon längst weg, ey. Oh, eine schöne Klemmklaue, das finde ich gut. So, die Frage ist jetzt natürlich, macht man erstmal die alten Klemmdinger? Oder geht man halt gleich, ne, und macht hier das Boot? Hast du die Batterie, Kumpel? Irgendwie schon. Ich glaube, ich kann das Boot jetzt mit Energie versorgen. Abgefahren. Was hast du denn in diesem Raum überhaupt gefunden? Will ich nicht drüber reden. Wie du willst. Was hat der denn jetzt rum? Ein Pokal? Wo hat er den denn her? Der findet immer irgendwelche Sachen. Wo waren denn hier so Krabben? Da welche? Da oben war eine gewesen, ne? Kann das sein? Levelaufstieg. Ein Level kann ich machen. Da sind wir noch bei 450%. Das ist eigentlich... Mehr brauche ich nicht. Ich würde tatsächlich... erstmal weiter... in den Rest reingehen. Ich glaube, bis wir 8 haben oder so. Würde ich, glaube ich, machen. So, Batterie ist tot. Gibt's sonst noch was? Außer die Fettrohr? Nee. Ja, so sehen wir, so mächtig sind, ne? Gehen die Bosse natürlich alle relativ schnell. Panzer kaufen. Der ist neu. Verbrauche etwas Panzerhaltbarkeit, um damit Krills Gesundheit zu regenerieren. Ist auch geil. Der Federball ist ja nice. Der gibt 4 Angriff, hat 115 Lebenspunkte und ist nur S. Auch geil. Das Sparschwein. Der Impostor, der Impostor. Der wäre aber auch cool. 5 Angriffe. Der Babyschuh. Eine weitere Chance. Trophäe. Ah, guck mal hier. Alav. Aha. Madroschka. Panzerversicherung. Wo denn da so kaufen? Partyhut, Kokosschale. Was kosten der... Der Schädel. Was kosten der Schädel? 7500. Aber den würde ich mir auch noch versichern lassen, ja. Patronenhülse ist auch geil eigentlich.
Weil die gibt ja auch 3 Angriff. Boxhandschuh. Das war's, das war's. Ich hab's heute. Aber richtig dicke, wa? Hui! Naja, man muss sich immer erst beschweren, ne? Dann klappt das auch. Aber trotzdem erstmal auf Joghurt bleiben. Der Sand dazwischen, ne? Da haben wir richtig viele so eine Elektro-Dinger gehabt. Hier hatten wir, glaube ich, auch ein oder zwei, ne? Kann das sein? Hier auch so, so eine Elektrokrabben? Na, hier auf jeden Fall. Aber ich wüsste nicht mehr wo. Keine Ahnung. Nachdem wir die Aal-Lady jetzt besiegt haben, würde ich sagen, holen wir uns mal hier diese ganzen Krabbendinger. Die Frage ist nur, wo waren die nochmal? Wahrscheinlich da, wo die Kräne auch sind, ne? Deswegen laufe ich schon mal so grob in die Richtung. Bald 12 Milliarden. Aha. Jetzt zahlt ja auch immer schön fleißig ein, ne? Ach, da ist er ja schon. Ach, guck mal hier direkt neben der Muschel. Da soll wieder so ein Papiertütenfisch. Kaffeekapsel. Ja, komm. Wechseln wir mal. Obwohl der hier eigentlich besser wäre. Krieg ich so ein bisschen Angriff. Ha!
Hallo, angreifen. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Hallo, angreifen. Weg. Und kurz heilen. Darf ich bitte auch noch mitspielen? Wäre ganz cool. Noch eine Umami-Ladung. Ja, jetzt haben wir 7. Schon gelohnt, hierher zu kommen, siehst du. Kannst du mal bitte den Wichser anvisieren? Danke. Kannst du mal jetzt langsam sterben? Ansonsten mache ich nämlich hier den hier und dann. Die Waffe ist kacke. Dauert jetzt halt lange, bis der mal was macht. Der ist dann doch ein bisschen zu schwer, der Hammer. Und so viel Schaden macht er jetzt auch nicht mehr. Nur weil er da den Kipplaster drauf hat. Blutstern Körperteil. Oh, es gibt noch mehr. Sehr gut. Und sind wir damit fertig, ne? Ja. Zumindest mit der Krabbe sind wir fertig. Da unten waren wir zum Beispiel noch gar nicht, ne? Oder? Irre ich mich da? Ach nee, da ist dieses komische Wasser. Ja, ja, nee, da waren wir schon. Aber da können wir noch hin. Da ist noch ein Kran. Hier, ne? Genau.
Immer noch keine Gegner hier. Was Goldenes. Vielleicht was Glänzendes? Yes! Jetzt können wir unsere Gabel upgraden. Wie geil. Geil! I like it! Und vor allem, der macht es auch schön umsonst, ey. Senkblei Plus. Haben wir zwar schon, aber... Apropos, ja, wird man eigentlich mal wieder austauschen, ne? Kein Wunder, dass wir denn so... nicht so häufig treffen jetzt in letzter Zeit, oder? So nämlich. So, Nagel 2 kann ich nicht, weil ich brauche immer noch 8 Rest. Wie waren wir denn? Okay, brauche ich noch 2 Level. 2 Level, meine Freunde. 2 Level brauche ich noch. Bock auf eine Mario? Mike? Tina? Bock? Auf eine Mario? Der Text. Ist okay. It's Luigi, me, Mario. War vorhin der Spruch oben, ey. Open me. You won't. Oh, hier ist sogar eine Zigarre. Mit diesen Stängel an hier. Mies Muschel Plus. Mann, wir kriegen aber echt viel auf, ne? Warte mal, hier ist ein Dominostein mit 6 und 4. Falscher Knopf. Falscher Knopf, da muss ich echt aufpassen. Eigentlich wollte ich gar nicht zaubern, weißt du, aber wer macht denn so einen Zauber? Will ich eigentlich gar nicht. Ja, gar nicht zaubern. Macht aber trotzdem. Er greift wieder nicht ein. Der Herztanksprosse. Geil. Können wir noch ein Herz mehr mitnehmen? Das ist ja richtig Pornostat. Alter, warum ist das hier so groß? Alter, wo sind wir denn? What the heck? Das ist richtig groß hier, ey. Ein
Wie kann man in Steam Game einen Screenshot machen? Wollte ein Astronier mal ein Bild machen? Und mein Solar? Ja, F12 normalerweise, ja. Ja, da musst du mal gucken, ob du den Shortcut geändert hast an Steam. Warte mal, wo waren wir jetzt hier? Da. Steam, Einstellungen. Ja, wenn du das Steam Overlay anmachst, ne, da hast du ja rechts unten da diese Einstellung, der Zahnrad. Und dann im Spiel, bei dem Reiter im Spiel, musst du ein bisschen runterscrollen. Und dann steht da schon Screenshot-Tastenkombination. Und dann musst du mal gucken, was da drin steht. Unter mir, wa? Ja, schon unter mir. Ich würde schon ganz gerne besiegen, ne? So. Oh. Oh. Immer so husten, ey. Okay, mal so. Und hast du es gefunden? Immer wieder. Toll, wie ich immer für. Was? Wieso? Standard ist ja nun mal F12, oder nicht? Ja, das liegt aber wahrscheinlich dann an deinem Linux. Dafür kann ich ja denn nichts. Ich benutze Windows. Bei mir funktioniert das. Mit F12. Kann ich mal die Print-Taste nehmen? Also ich kann Print drücken. Oder nee, Druck. Bei mir steht ja Druck. Also bei dir steht Englisch drauf. Print war ja. Nee, bei mir kann ich auch drucken drücken. So hole ich mir ja die Namen der Bosse. Ne, wenn ich jetzt gegen so einen Boss kämpfe, dann drücke ich einmal kurz hier auf Drucken. Oder auf Druck. Und dann habe ich ja den dann im Arbeitsspeicher drin. Daher hole ich mir die Namen von den Bossen. Aber wie gesagt, ich habe kein Linux, ich habe Windows, ne? Ja, du sagst doch mal, dass du kein Windows hast, dass du auf Linux spielst. Hä? Spielst du auf Linux oder nicht? Zumindest sagst du das immer. Also das Einzige, was ich dir vorschlagen kann, ist Google benutzen, Mike. Das mache ich nämlich auch. Wenn ich irgendwas nicht weiß und irgendwas nicht funktioniert, dann frage ich Google, warum kann ich mit Drucken keine Bilder in Zwischenspeicher lagern? Oder warum funktioniert F12 bei Steam nicht? Dann google ich das. So mache ich das, wenn ich irgendwas nicht weiß. Ich google jede Scheiße. Sobald ich irgendwas nicht verstehe oder irgendwas nicht weiß, google ich jede verfickte Scheiße.
Entschuldigung, dass ich das sagen muss, Mike, aber was anderes als F12, was soll ich denn sonst sagen? Oder die Drucktaste. Das Einzige, was du vielleicht noch machen könntest, ist Windows-Druck. Und da musst du mal gucken, ob in deinen eigenen Dateien bei Bilder Windows da einen Ordner erstellt hat. Der heißt, glaube ich, Screenshot oder so. Warte, ich lasse mich hier kurz vom Gegner ficken, dann kann ich dir sagen, wie der Ordner heißt. Und entschuldige bitte, dass ich gerade zocke, beziehungsweise aufnehme. Bei Bilder. So, da müsste dann der Ordner drin sein, wenn du Windows Druck drücken tust. Windows-Taste gedrückt halten, Druck drücken. Und dann müsste da in den Ordner, den ich hier gerade gepostet habe, muss natürlich dein Name damit einfügen, müsste da ein Bild drin sein. Also so mache ich das auch manchmal. Und wenn es da nicht drin ist, ja, dann gibt es noch den hier. Screenshots. Den kannst du auch nehmen. Der heißt Bildschirmfotos auf Deutsch, der Ordner. Dann probierst du es halt da. Ob das mit Windows-Taste und Druck funktioniert. Wie gesagt, mehr als F12 kann ich dir auch nicht sagen. Anemone 2. Ja, benutzen wir sowieso nicht den Scheiß. What the fuck? Hä? Ist sie gerade mit runtergefallen?
Kannst du mal bitte dran vorbeirollen, wenn ich nach rechts drücke? Anstatt auf den Hut zu rollen? Drücke nach rechts und er rollt jedes Mal in ihn rein, Alter. Voll auf den Sack, die Scheiße, ey. Das ist meine Belohnung. Für einen Zauberer. Was soll ich denn damit? Eine Großparty, ey. Überlebt. Immer noch nicht getroffen. Haben die alle so viel HP?
So. Also da waren wir jetzt. Da drüben bei der Rave Party ist noch so ein Ding. Was ist denn jetzt hier? Eine Heftklammer, ein kompakter Brocken aus Plastik und Metall in Form einer Krabbenschere. Der muss eine Menge wert sein, tausche ihn gegen 10.000 Stücke Mikroplastik. Das andere nicht schon 10.000? So, Kollege, wie sieht's aus? Na, da läuft ja noch Mucke. Oder hat er die selber angemacht? Eine Disco-Kugel, what? Okay. Ja. Oh. Dann habe ich irgendwo Metall rumliegen, lieber. Das Glas. War hier irgendwo eine Metalldose oder sowas? Nee. Nur ein Plastikbecher. Vielleicht. Nee, die wird hier aus Metall sein, oder? Wäre komisch, wenn. Ja, aber was aus Metall. Karabinerhaken, was ist denn hier los? Hab mich ja nicht getroffen. Geil. Ja.
Der hatte mich ja nicht getroffen. Haftschnecke plus plus. Ja, 6 Rest und 1 Verteidigung. Oh. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vier Klemme, ja, sehr schön. Also bloß minus 70% Wirkungssteigerung von giftigen Substanzen. Oh. Und bei den anderen hast du minus 100 oder was? Und den wirst du gar nicht mehr vergiftet. Was ist mit dir, Kollege? Du kennst dieses Gefühl. Du trägst es in deinem Herzen. Die Sehnsucht nach einem Zuhause, das nie existiert hat. Doch nicht verzagen, es existiert. Wir alle werden es schon bald finden. Alte VHS-Kassette hier, ey. Sind wir hier auch durch? Ja. Komische Flasche, was ist das? Hier ist auch mal was aus mehreren Sprachen schon gefunden. Bei den Stangen ohne irgendwas gewesen? Nee, ne? Ah, doch, eine neue Versammlung ist hier. Mm-hmm.
Wer will zuerst? Du? Noch ein Blutstern, geil. Drei weitere. Sehr gut. Zwischen den Ketten wieder irgendwas ist? Nee, ne? Arsch der Welt, ey. Ich weiß nicht. Nee, erstmal nicht. Frederick, nein! Das war schon eine Weile her, wa? Wir vorher alles aufgeräumt, ne? Jetzt ist hier wieder überall alles voll mit irgendwelchen Items, ey. Da oben. Komme ich denn da hin? Ach, über die Krabbe, wa? Irgendwie. Excuse me, haben Sie etwas Metall? Da ist eine Metalldose, oder? Ja. Oh.
gucken, was das ist. Ein Köderbeutel. Sehr schön. Da habe ich 6 Haken. Statt 5. Was macht ihr denn da? Was war in der Bitze? Okay. Ja, genau. Hätte ich genauso gemacht. Ja. Nicht gleich so. Ne? Warum denn nicht gleich so? Wo sind denn hier noch so eine Krabben? Waren die auch beim Hain? Beim Hain war auch eine, oder? Kann das sein? Bin mir da ja nicht mehr so sicher. Hier waren ja überall welche. Da sind auf jeden Fall auch noch ein paar Kräne, okay. Ah!
Hier ist nichts nachgespawnt, das ist ein Jonas. Das glaube ich jetzt ja nicht. Okay, Wisse. Alter. Wie schaffen die denn immer, dass sie den Panzer so krass missbrauchen, ey? Willkommen zurück. Und hast du beim Mediamarkt alles bekommen, was du wolltest? Cool. Der Mike hat mich vorhin eine ganz blöde Frage gestellt. Da wurde ich richtig grantig zu ihm. Da hat er sich einfach so verpisst. Drecksodi. Mal gucken, ob ich morgen überhaupt mit ihm zusammen spielen möchte. Die ersten Bilder sind was für dich? Hast du da Fotos von Videospielen oder? Kannst auch gerne angreifen, wenn ich angreifen drücke. Hallo, heilen. Gut, dass die KI jetzt aber alle aussetzt. Aber ich komme nicht ran. Messer runter, Junge! Gib mir dein Loot, verdammt! Deswegen bin ich doch hierher gekommen. Zu einer Reihe? Ist das ein Squid? Noch weiter oben.
Und tschüss. Rostfreies Relikt. Ach ja, siehst du, können wir auch noch upgraden, wa? Fällt mir gerade auf. Überall gibt es was Neues, ey. Überall sind neue Gegner, neue Items. So viele Sachen, ey. Ah, die ganze Welt, ne, die verändert sich halt. Je nachdem, was du halt dann sammelst oder bekämpfst oder besiegst oder was auch immer. Ständig verändert sich die Karte. Also jetzt nicht vom Aussehen, ne? Aber von den ganzen Gegnern und so. So, mal Level up machen hier, oder was? 28.000? Nochmal einen Restpunkt, würde ich sagen. Wir wollten ja erstmal... Ich will erstmal auf 8 machen. Damit ich dann die anderen Nägel hochtragen kann. So, das funktioniert. Das lassen wir auch so drin, ne? Ja. Dann hier die zwei Nägel. Wie gesagt, ich brauche noch Rest 8, wenn ich da den anderen Nagel haben möchte. Mit zwei Angriffen mehr. Das ist der Plan. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge.